Mich hat gerade ein Kunde kontaktiert und hat gefragt, hey du Peter, wie kann ich hier meine Liste sortieren? Ich habe da denen eine kleine Legende gebastelt gehabt und die Liste ist eigentlich sortiert. Wenn man schaut, hier wird 1, 10, 11, 12, 13 angezeigt, dann die 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Wäre hier DBL02, DBL03, dann wäre es auch besser sortiert. Dann würde nach der 9 erst die 10, 11, 12, 13 kommen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt hat er aber nicht alle übernommen, wenn ich die ändere, sondern 15 hat er zum Beispiel übrig gelassen. Er hat nicht alle mitgeändert, obwohl es eigentlich dieselbe Dübleiste ist. Das kann manchmal vorkommen, indem dass man irgendwelche Parameter doch anders eingestellt hat. Hauptsache, der Bestelltyp ist der gleiche. Da er die Speicherfunktion nicht genutzt hat und gesagt hat, hey, ich habe da so viel Stückzahlen, also man muss hier wirklich sagen, die sind von Halfen auf Pico umgestiegen, nur wegen den Subparts, muss man schon mal sehen. Und so viele Dübelleisten in einem Projekt, umgestiegen, nur wegen den Subparts, finde ich echt eine krasse Marktverschiebung. Aber jetzt zeige ich euch am besten, wie ihr das ganz schnell neu sortieren könnt. Ich zeige es jetzt aber anhand von, was nehmen wir? Nehmen wir gleich den Querkrafttoren, weil er gerade aktiv ist. Ich habe jetzt hier den Querkrafttoren 1, den speichere ich mir jetzt in das System hier mal ab. Und den kopiere ich mir mal. Sagen wir mal 20 Stück in einem Abstand von 0,8. So. Und jetzt habe ich, jetzt möchte ich die alle abändern und habe hier zum Beispiel einen. Den möchte ich, ja, sagen wir nur 95er, übernehmen wir die nächste Nummer, speichern, schließen. Nein, nicht alle übernehmen. Also wenn er nicht alle übernimmt, für die ist jetzt dieses Video, sag jetzt mal. Jetzt gehe ich her und hole mir sozusagen die Attribute. Die Attribute, die hierfür sind Plantext. Der Plantext ist sozusagen die Codierung. Entweder geht ihr her, geht in den Objektmanager, wählt hier aus Plantext, Moment, wo ist er? Hier, Plantext. Und könnt euch jetzt QKD 1, 2 anzeigen lassen, indem das ihr zum Beispiel einblendet und revidiert. Oder genau, hier in der Animation sieht man es auch. Und ihr könnt zum Beispiel einzelne, Moment, ich mache jetzt hier Rechtsklick, Gruppe deaktivieren und Typ deaktivieren, dann geht es ein bisschen schneller. Jetzt sehe ich die einzelnen Einbauteile und sagen wir mal, die hier möchten wir jetzt eigentlich in die andere Gruppe bringen. Dann können wir hier zum Beispiel aufklappen und dann sehen wir, hier sind die markiert. Und dann kann ich die zum Beispiel einzeln so ziehen und per Drag and Drop in die QKD 2 reinbringen. Das ist zum Beispiel möglich. Ist aber viel zu aufwendig und natürlich in dem Fall auch falsch gewesen. Und ich möchte jetzt zum Beispiel alle ändern mit oder nur die oberen ändern oder nur die unteren ändern oder je nachdem. Dann könnt ihr das Ganze natürlich filtern nach Attributen. Es gibt einen Attributfilter. Dort holt ihr euch den Plantext, geht hier auf das Plus, suchen, Plantext, weitersuchen und irgendwann werdet ihr den Reiter Einbauteile Plantext finden und sagt okay. Und jetzt gebt ihr hier genau euren Kurztext ein. Das eine war ja QKD 1. Okay, die wollen wir filtern, aber ich escape jetzt mal mit allem. Aber jetzt haben wir den Filter schon mal vordefiniert. Jetzt möchte ich über Attribut zuweisen. Gehe hier rein, deaktiviere erstmal Material und Objektname, weil die brauche ich jetzt nicht. Ich gehe wieder in die Einbauteile und suche mir den Plantext, auch über die Lupenfunktion wieder möglich. Und jetzt suche ich mir, genau jetzt möchte ich ein Attribut zuweisen. Sagen wir mal, das soll nicht Querkraftdorn heißen, sondern Schubdorn. Schub de minus 1. Sagen wir mal so, okay? Schub de 1. Dann auf die Attribute QKD 1. Alle markieren, anwenden. Selbe Spielchen jetzt wieder. Gehen wir hier wieder rein. Schubdorn 2. Okay. Und dann hier in den Filter alle QKD 2 anwenden. Fertig. Und jetzt, wenn wir unseren Report oder unsere Legende dazu machen. Jo, komm.
Bitte ruf doch bitte deine Reports ab. Bin in den Designer gesprungen. Ah, das ist das Problem gewesen. Hier muss ich rein. Reports, Einbauteilmengenliste, zack, jetzt wählen wir alle Einbauteile aus. Und jetzt haben wir Schubtouren 1, 2. Jetzt haben wir einfach alle Namen geändert und so könnt ihr das ganz schnell einfach abändern. Genau. Und natürlich habt ihr auch jetzt wieder die Möglichkeit per Mark and Zoom die Einbauteile anzuzeigen und so weiter. 3D-Bildchen. Viel Spaß dabei. Servus, euer Peter. Ciao, ciao.